Das kann er, Mann! Ja! Ja! Was steht hier? Ja, also, Videolog, Tag 1. Die Wohnung hier sieht ein bisschen aus wie ein richtiges KZ. Duschen und alles andere sieht aus wie eine Gaskammer. Also man muss echt Angst haben, dass wenn man Dusche anmacht, kein Wasser rauskommt. Ja. Genau da. Und ja, also kalt Wasser gibt es natürlich nur. Und das Essen ist so, naja, also ich will nicht sagen, nicht sonderlich gut, aber... Lasch. Also es ist sehr lasch, ja. Dann Strand. Wir haben riesengroßen, nicht Strand, weil es leider alles privat. Also ist nicht so geil, wie erwartet. Und ein Haufen Assis laufen hier rum und wollen alle vergewaltigen, ja. Drehen Sicherung raus und so. Aber an sich 30 Grad, Wetter ist top und wir haben Pool vorm Haus. Was will man mehr? Ja. Willst du noch jemanden grüßen? Ich grüße. Ne, ich grüße niemanden. Das war's. Nicht mal deine Freunde? Nein, doch, ich grüße meine Freundin. Ja. Okay, Tag 2. Toskana. Wir sind besoffen. Okay, wir sind hier am Strand, unser Privatstrand, dürfen wir glaube ich gar nicht sein, aber sind einfach hier. Wir waren heute in Florenz, 34 Grad, den ganzen Tag. Da pfeift schon wieder einer. Das schon wieder so ein Wimbus, ich da jeden Tag Wichser, den Köpfe schon wieder in den Arsch ficken. Und ja, keine Ahnung. Ja, 9 Stunden Florenz, so ganze Zeit scheiß Sonne, 35 Grad, ihr Pisser in Berlin, schön 16 Grad Regen, in your face. Wir sind die Geizen. Wir sind die Geizen. Und schönen Gruß an unsere Freundinnen, wir haben euch lieb. Also wir lieben euch, meine ich. Ja, genau. Und jetzt gehen wir ins Wasser. Jetzt gehen wir richtig hart ins Wasser, ja. Und jetzt reinrennen. Haut richtig rein, ciao! Oh, ich geh jetzt aber hochrennen, Alter. Okay. Kalt? Tobi ist ja nicht mal richtig. Tobi ist eine Muschi. Ey, Kopf runter! Tobi ist Kopf eine Muschi, hier, ich sag's ganz offen, Tobi ist eine Muschi. Nochmal! Kalt? Nochmal soll ich sagen, Tobi ist eine Muschi. Was? Ist kalt? Nee, Seite. Merkst du auch so an den Füßen, wa? Oh shit, ist der Zeit. Stell den Fuß wieder raus. Mein Auto ist so trocken gerade. Ich weiß, ich bin euch warm. Ich meine Rauchen, Digga. Okay, also heute ist Tag 3. Heute bin ich am Start mit Moderieren. Wir sind in Pisa, in Italien. Das ist der Pisa-Turm. Und das sind Leute, die sich an den Pisa-Turm so ranlehnen. Total krass. Und jetzt zeigen wir euch einfach mal, wie verdammt cool das aussieht, wenn sich alle hier hinstellen. Und wie verdammt uns das alles an das Dritte Reich erinnert. Extrem geil ist der Mann in Pink da drüben, der wirklich die ganze Zeit hier den gemacht hat. Ich auch. Ich mach so und so. Ist total genial. Manche legen sich hin, so diese setzen sich dahin. Hier liegt sich zum Beispiel gerade links neben uns jemand hin. Das ist total krass. Und was gibt es noch zu sagen? Da ist auch noch was, das beachtet eigentlich gar keiner, das nutzen alle nur als Schattenspender. Christopher hat eine Uhr gekauft. Christopher, er hat einen übelsten Deal gemacht. 70 Euro Uhr, eigentlich. Also 70 Euro sollte er bezahlen. Eigentlich kostet sie ja über 300. Und er hat 315 Euro bezahlt. Braucht er nur 200 Euro. Das ist krass. Und das ist eine echte Rolex mit KS geschrieben. Von welchem Händler hat er den bekommen? Von dem Neger. Von so einem Negerhändler.
Soll man das zu sehen? So, vom Schwarzmarkt. Der hatte da auch aus den Socken genommen, ne? Und es kamen ungelogen 6 Leute auf uns zu. Ja, hallo. So. 6 Schwarze? Ja. Würde ich sagen, erstmal so Break heute für heute und so. Und vielleicht melden wir uns nachher nochmal, wenn wir so übergeil auf die Brücke steigen und mit die krassen Backflips. Abschlussparty. So wie am ersten Tag. Ich habe geübt, so, fahren wir da hin. Zack. Und das ist das beste Schlusswort überhaupt. Ich lehne mich nochmal kurz an den Truppen. So. Ich hätte ja gerade ein Video. Okay, bye. Und ciao. Peace out. Ciao heißt Schluss. Jetzt mach aus. Also, immer noch Tag 3. Inzwischen ein bisschen später. Ja, nachdem wir Pisa besichtigt haben, nach unserer langen Reise mit dem Bus, obwohl uns Flugzeug eher lieber wäre, sind wir hier am Strand und genießen halt unseren letzten Abend, ja, wo wir nochmal richtig die Sau rauslassen. Huang hat auch noch ein paar Sätze zu sagen. Ja, ja, ja. Huang. Okay. Also Pisa, schöne Stadt. Man merkt die Ironie. Ja, ja. Der Turm war auch sehr interessant. Ja, als wir da ausgestiegen sind aus dem Bus, überall Neger, die haben uns versucht, ein paar Duplikate anzudrehen. Natürlich sind wir nicht drauf eingegangen, aber doch. Ein paar Rolex haben wir schon gekauft. Also, wir haben eine Rolex gekauft. Für wie teuer war sie? Ja, die war teuer. Also, 3000 haben wir auf die Karte. Okay, haben uns ein paar Souvenirs gekauft. Ich habe ein Schnäppchen gemacht. Nur du warst. Ja, nur ich. Deine Rolex. Ja, jetzt erzähl mal hier ein bisschen vom Abend. Ja. Vormittag. 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 San Gimignano oder wie die Stadt heißt. Das Dorf auf den Bergen. Das war natürlich noch interessanter als Pisa. Ja, eine Stadt, eine Dorfführung. Sehr interessant. 99% haben nicht aufgepasst. Ja, wenn das mal reicht, du. Also. Ja. Und jetzt so unser. Hugh hat versucht, Abend. Ihn zu blenden. Wir gehen auch gleich hin. Stadtführer. Und ja. Wir genießen jetzt einfach. Am jetzt Abend vielleicht noch ein paar Spermino kippen. Ich würde sagen, die Beweise lassen wir jetzt so weg, damit wir das schön genießen können. Und dann kommen wir auch wieder nach Berlin. Und hat Paul noch was zu sagen? Bis morgen. Ciao. Filmt der schon? Toskana, Tag 4. Hangover Stage 2. Hangover 3. Also wir waren. Wir hatten gestern unseren Spaß. Wir waren in einer Bar. Und Tops hat sich mal überhaupt nicht zusammengerissen. Der hat mal wieder seine Ekstase so ausgelebt, dass er einfach mal wieder zusammen boxen zu müssen. Nein, hab ich überhaupt. Auch die Lehrer. Ja. Obwohl er mit seinen Stadion das Bett zertrümmert, das hat sie danach kurz noch die Schulter gebrochen. Dann war noch Street Fight Cut zwischen Benzel und Quang. Da muss ich erst mal eingreifen. Dann hatten sie da vorne. Das ist momentan ganz schlecht. Und Jungs, brauchst du mal ausgehen? Okay, wir machen gerade geschnitten. Die Taschen gleich nicht. Erstmal so ein Feuer-Nachher-Bild. Ja, ja. Weiß einfach mal ab, Digga, das schmeckt. Ja, du darfst den ersten Knubbel mal abbeißen. Das ist ein Kinderwurm. Ja, sag mal. So ein Bueno, die Fresse in die Ohren. Alter, der Rest ist meins. Du gieriger Jude, Alter. Aber der Blick erstmal, boah, I-Schokolade, Alter, ist das richtig. Guten Abend und herzlich willkommen zu TV Total Toskana. So, ja. Was ich sagen wollte, das ist wahrscheinlich jetzt das letzte Video, was noch kommt. Und wir wollen euch erzählen, was jetzt noch passiert oder was wir erlebt haben. Es war insgesamt ganz toll oder mehr oder weniger. Wir sind immer mittags zu einer jedenfalls war es im Nachhinein besser, als man für ein 2-Sterne-Hotel erwarten konnte. Ach genau, die Hotels waren scheiße, die Betten waren scheiße, das Klo war kacke, du hast geduscht, das halbe Bad stand unter Wasser. Also ich fand es besser als am Anfang gedacht, im ersten Videolog.
Ja, ich weiß jetzt nicht, was im ersten Video noch passiert ist, aber egal. Atmen hinter dir. Es war insgesamt, wie gesagt, eine tolle Fahrt. Wir waren jetzt nochmal in Pisa. Nicht in Pisa. Verona. Und wir hatten die einmalige Chance, der Statue Julia an die Brust zu fassen. Ja, du hast Glück in der Liebe gehabt. Da gab es auch eine tolle Wand, wo wir ein paar Liebesgrüße verteilen konnten. Nein, jedenfalls war die Stadt relativ cool im Vergleich zu den anderen, war nicht so altmodisch und es gab immerhin Meckes und einen Supermarkt. Und jetzt erwarten uns noch mal so 13 Stunden Busfahrt bis nach Hause. Wir werden dann morgen früh so um 8 ankommen und werden euch alle dann wiedersehen. Nein, Mann, um 10. Um 10? Ne, dann halt um 10. Um 8. Das wären dann 12 Stunden, aber wir sind ja um 10. Na, jedenfalls, macht's gut. Bis 30 dann. Grad hier halten an. Und wir sehen euch dann bei strömenden Regen und 16 Grad. Schnell. Los, aus.